den Todeswolkenstab, den behalt. Nee, der kann weg. Ich habe zwei Stück. Hier war nichts, was verkaufbar ist. Das hier ist alles verkaufbar. Die Haarnadel können wir nicht verkaufen. Ja. Stabschleuder, Lederwams, Langschild kann weg. Kotau-Bolzen sind nichts wert, okay. Bolzen, Langbogen, Mana-Bogen, noch mehr Bolzen. Ah, das mit Mana-Bogen wollte ich eigentlich mal gucken. So, die Sachen können da mal rein. Die Bolzen müssen wir noch irgendwo draußen loswerden. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Bösen ganz verschwindet. Seit Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Also ja, der Herzsucher ist besser als der Mana-Bogen. Kann der Mana-Bogen verkauft werden. Minsk kann den Mana-Bogen wiederhaben. Kämpft aber mit der Helebarde weiter. So. Euer Wunsch ist keine große Herausforderung. Führt mich jawohl. Wie so, Keldon, du gehst einfach mal zu. Ganz am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Gehst du mal hier hin, Keldon, und leerst dein Inventar. Ja, das sieht doch besser aus. Ich war nun gut. Wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich mehr Heiltränke verbrauche. Bei den konzentrierten Heiltränken haben wir ja doch ein bisschen was. Ich verstehe. Verstand geschärft. Bereit, loszuschlagen. Minsk hat sehr viele Fähigkeiten, hier sehe ich gerade. Bei dem Elementar beschwören, Flammenschlag, brennende Hände, Zauberwände, Ring, Zielen. Hm. Fragt nur, was möchtet ihr? So, und damit können wir jetzt auf den Friedhof. Euch zu einer wirklich beeindruckenden Nervensäge. Eine, die sich nur schwer übersehen lässt. Die Nervensäge bist du, Bodhi. Ehrlich, Talisa, ich weiß einfach nicht, was ich mit euch tun soll. Ich habe es langsam satt, dass sie mir ständig wie ein Schatten folgt. Ich bin bei unserem letzten Treffen nicht geflohen, Bodhi. Das wart ihr. Es tut mir leid, wenn ich euch Angst eingejagt haben sollte. Ihr seid ganz Schatten, Bodhi. Ich bin das Licht, das den neuen Tag ankündigt. Und ich habe euch langsam satt. Ich werde euren Kopf ausspießen, bevor wir hiermit durch sind. Nehmen wir mal die zwei, das klingt heroisch. Über was zum Teufel quatscht ihr eigentlich? Ihr redet so, als ob jemand eure Worte für die Nachwelt festhalten würde. Trotzdem habe ich nicht die Zeit, mit euch zu diskutieren, was ihr tun werdet oder nicht. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Eine einfache Warnung, auf die ihr wohl weißt, die ich achten solltet. Verfolgt die Renikus nicht mehr, Talisa, oder euer Ende wird wirklich furchtbar sein. Ich werde nicht weiter mit euch reden. Kämpft und wenn ihr überlebt, seid dankbar und geht nach Hause. Ja, da ist Bodhi, da sind Vampirskis. Ich bin bereit. Ja. Das ist nicht schön. Ja, Lebenskraftentzug ist auch nicht schön. Wie viele Level hast du verloren? Ah, zwei Stück, das ist nicht so schön. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Genesung. Ja.
Eingang zu den unteren Grüften. Ausgang aus dem Viertel. Eingang zu den unteren Grüften. Ist das hier nicht eigentlich auch ein Eingang gewesen? Fragt nur. Was immer ihr wünscht. Nein. Wenn ihr... Natürlich. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Der Durchgang wurde absichtlich zum Einstoß gebracht. Es scheint, als wollte jemand verhindern, dass sie hier nach unten kommt. Da ebenso. Was ist mit dir da? Ach nur, du bist nur ein Trauernder. Was ist mit dem Durchgang? Der sieht auch eingestürzt aus. Bleibt nur noch der da oben. Außer der hier ist immer noch abgeschlossen. Nein, der ist jetzt diesmal offen. Hallo Visiona, du schießt ja auch immer noch hier rum. Ja, hier wäre mein Privatgemach gewesen. Warum ist die Karte jetzt eigentlich nicht mehr aufgedeckt? Bin ich durch den falschen Durchgang rein? Zufällig? Keine große Herausforderung. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ich hätte mich schwören können, es gibt nur drei Stück und den da. Nee, das ist der falsche. Was immer ihr wünscht. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Symbol Tod, das ist nicht schlecht. Und Immun hat es nicht geschafft. Ja, verstanden. Na, dafür Finger des Todes. Und Flöcke. Natürlich. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Die Paladine des Sonnenstrandes Herzens sind hier, um an eurer Seite zu kämpfen. Teil ist auch umreich, sondern unser Sieg, wenn dieses unermessliche Böse zur Strecke gebracht werden kann. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Okay, dann muss Eri halt ein bisschen... Oh, hi. Meine Herrin entbietet euch ihr Willkommen, Talisa. Das Gute ist heute. Ruft euch zu sich. Arm, ruft euch zu sich. Der Gerechte. Mein Ritter, ihr könnt zum Hauptquartier des Ordens zurückkehren. Thalys und ich werden uns Bodhi stellen. Die Gerechtigkeit wird sterben endgültig über. Ja, genau, fehlen wir. Ich war, wenn es das ist, was. Wohin verschwindest du bitte? Ja, nachdem ich den Vampir besiegt habe, hat er sich in den Sarg zurückgezogen. Wenn ihr über einen Holzflock verfügt, könnt ihr versuchen, ihn zu töten. Haben wir gemacht. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Oh ja, das gefällt mir gar nicht. Da liest ihr, ihr seid spät dran. Wir haben schon mal ohne euch angefangen. Ja, ich sehe es. Ja, da sind Wulfgar und alle anderen.
Ja, Talisa und ich können uns um den Rest kümmern. Ich danke euch, Freunde. Wir treffen uns am Friedhof, wenn ich das jetzt zu Ende gebracht habe. Fragt nur, keine große Herausforderung. So, das unheilige Gebäck ist mit frischem menschlichem Blut gefüllt. Ihr kämpft die Übelkeit nieder, die euch hier noch hochsteigt, wenn ihr an die widerwärtigen Gräueltaten der Vampire denken müsst. Ihr gießt Eis von Elans Fläschchen mit heiligem Wasser in das Becken. Das Resultat ist sofort sichtbar. Das Becken brodelt einige Augenblicke lang und beruhigt sich dann. Es wurde vom Bösen gereinigt. Ja, jetzt habe ich Drizzt und Eric in der Gruppe. Und die Vampire hier sind tot. Ja, gut. Wow, wer hat die ganze Killer-Kommandante eingeladen? Jawohl, wie ihr wünscht. Ich warte. Der Vampir hat Lies und seine Kontrolle. Sie greift an. Ja, ach nee. Muss wohl was anderes ausprobieren. Habt ihr einen Plan? Nächstes Mal. Führt mit so geilen Schnellen. Ja? Ihr zeigt mir wohin und ich die Pflicht ruft. Ich verstehe. Das war's. Erwischt! Das war nicht gut. Ich hätte einen Quicksave mal zwischendrin machen sollen. Ja. Verstanden. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? So, das hat geklappt. Und ganz ehrlich, jetzt sind wir mal so klug und benutzen... Ich warte. ...bisschen Schutz vor Lebenskraftentzug. Mann. Umsonst habe ich das ja nicht. Mann. Die Dienerin der Natur ist bereit. Mann. Potent. Sag's nur. Nun gut. Das dürfte ja zum hoffentlich eine Weile heben, oder? Der Zauber ist ja nicht besonders vielseitig und erhebt 5 Runden. Also 30 Sekunden. Die Gerechtigkeit kommt schnell. Wie verrückt ihr doch. Für die Gefallenen ihr nichts tun. Was macht das? Erwischt! Was? Wo? Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Schnell und endgültig über euch. Ja, die Ritter ziehen sich schon mal zurück. Was immer ihr wünscht. So, töten wir den. Töten wir den. Was hat Drizzt gesagt? Die ganze Arbeit macht hungrig, Drizzt. Können wir noch etwas essen? Okay. Vor Vampiren hatte ich eigentlich mehr, weil ich komme ja kaum ins Schwitzen. Mhm. Ja, der Schutz vor Lebenskraftentzug ist schon abgelaufen. Ja, natürlich. Das Ding ist gereinigt. Hier liegt eine Schildrolle diesmal. Okay, okay. Schön. Ich helfe, wo immer ich kann. Gib mir mal chaotische Befehle.
Jetzt finde ich das nicht. Da ist es. Los, Spuck, geht klar. Da, Vampire brennt.